Nach dem Zugunglück bist du nun in der Tiefe gestrandet und hast ein neues Ziel vor Augen. Herzlich willkommen in Poppy Playtime Chapter 3 Deep Sleep. Sehr schön. Ich habe richtig Bock auf das Game. Wir werden jetzt einfach mal anfangen. Neues Spiel. Ja, wir sind uns sicher. Ich halte jetzt meine Klappe. Nein. Geil. Lieben wir. Bekommen wir jetzt den kompletten Cartoon nochmal zu sehen? Bitte nicht, ich habe ihn schon 100-mal gesehen. Ja, es war ja natürlich klar. Es war klar. Hey, we'll be okay, guys. I promise. All winds blow away. Eventually. Mhm. Boah, dann muss ich kurz das Headset ein Stück wegdrehen, weil dieses Gelache gleich ist so ekelhaft. Dieses terrorisierende Lachen. Catnap! Ah, der sagt Sleep. Ich habe immer verstanden. Please, please, please. Ja. Die sind schneller eingeschlafen wie sonst was. Mhm. What you've seen here is Playtime Co.'s own Smiling Critters, a little series cartoon meant to celebrate the release of the toys sharing its name. Yet both now face the fire sparked by the inclusion of one key member. This is Catnap. Wir wissen das. And like the others of his line, you just pull his little tail and. Aber es ist schön, dass wir das jetzt auch auf Deutsch haben. However, parents across the country report their children experiencing strange and often violent nightmares. And beside them, their little, grinning catnap doll. Now, with controversy growing, es ist halt einfach mega, ne? Announced the recall of all catnap toys from the Smiling Critters line. His image cleared from all promotional material. But damage already done, will disappearing be that easy? The exact cause of these incidents still unknown, only one thing appears glaringly certain. Your children are not safe with Catnap. Deine Kinder sind nicht sicher mit Catnap, alles klar. Eigentlich ist Catnap doch so ein richtig, richtig cooler Dude, oder? Naja, wir werden es sehen. Ich hoffe, Catnap entführt uns direkt und bringt uns dahin, wo wir nicht hinwollen. Okay. Was zum Teufel ist hier los? Okay. Hey, nicht lecken. Hat er uns gerade einfach irgendwo reingeworfen? Okay. Okay. Wait a minute. Sind wir gerade... Oh, das Ding geht zusammen, lol. Wo? Komm. Oh, ich komme hier nicht hoch, was ist das? Wow, ich bin tot, oder? Ich bin toter als tot. Jo, ich bin tot. Juhu. Alles klar, wir kommen hier rein und das Erste, was passiert, wir sterben. Okay. What? Was ist denn hier gerade passiert? Wie komme ich da jetzt aber hoch? So hier oder was? Okay. Es fängt auf jeden Fall schon ziemlich brutal an. Wir werden einfach zerquetscht. Ich sehe halt nichts, ne? Sieh dich nach Gegenständen um, an denen du dich hochziehen kannst. Ach so, ja, ja. Wenn wir Poppy Playtime Chapter 1 schon gespielt haben, wissen wir das eigentlich. Und Chapter 2. Wow. Wow, sehr cool. Aber wartet mal, ich muss mal ganz kurz in die Einstellung gehen. Ich war nämlich klar, dass da irgendwas ein bisschen laggy werden wird. Vielleicht ist es aber auch einfach, weil ich Dings angemacht habe. Weil ich das
Grafikanzeigen. 60 FPS. Vielleicht ist es wegen dem V-Sync. Ich weiß es nicht. Also zumindest bei mir könnte es wegen dem V-Sync sein, weil ich habe nämlich ich habe nämlich 144 FPS eigentlich die ganze Zeit. Mhm. Okay, Catnap schmeißt uns also irgendwo rein und wir... Okay. Ah, ich weiß auf jeden Fall, wo wir sind. Da muss irgendwo eine Kamera sein. Wow, wow, wow. Bleib mal cool. Ich will mich ein bisschen umgucken hier. Wir sind auf jeden Fall sehr tief in der Factory jetzt drin. Und wir sind ja nun... Wo sind wir jetzt eigentlich genau? Das ist doch, prinzipiell ist es doch gerade eigentlich aus dem Ark, wo wir hier gerade sind, oder? Ich verstehe nur noch nicht so ganz, was ich jetzt machen soll. Ah, wahrscheinlich hier so rüber springen. Wow, ganz toll. Wenn er nicht springen will, wie immer, man kennt das. Ah, das Lächeln ist gerade das Schöne an ihm. Ich mag das eigentlich. Aber ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob ich alles richtig mache. Okay, die erklären jetzt sogar das Spiel nochmal. Jo, warum auch immer ihr mir das Spiel nochmal erklären müsst. Obwohl ich eigentlich weiß, wie es geht. Warum hat er uns aber jetzt da unten reingeworfen? Das ist irgendwie ziemlich krass. Was ist hier? Hä? Das ist auf jeden Fall der Bot. Wait, wir gehen noch nicht hier raus. Ich will erst wissen, was hier abgeht. Vielleicht finde ich schon irgendwas, was mich interessiert. Wir sind auf jeden Fall in seinem Gebiet, in seinem Jagdrevier. Das ist sein Hunting Playground, was ziemlich cool ist. Okay. Ja, ich glaube, hier ist auf jeden Fall ein bisschen was passiert. Das ist der Bot. Oh, ich weiß gerade leider nicht, wie der heißt, sorry. Das müsste Catbee sein. Nee, das ist Banzo Bunny. Oh, da legt seinen Kopf. Und da? Keine Ahnung. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Das ist diese komische Candy Cat, glaube ich, oder so. Also ich habe mir jetzt nicht alle Charakter gemerkt oder sowas. Na, ich glaube eher weniger, dass der mit uns spielen will. Ich glaube, der will uns einfach nur ein bisschen essen. Okay. Also bis jetzt ist ja noch nicht so viel passiert. Man sieht. Warum haben wir eigentlich keine Flashlight? Hallo? Flashlight? Wo bist du? Ist ein Horrorspiel, warum habe ich hier keine Flashlight? Ach du Scheiße. Speichern. Und muss das so groß da oben stehen? Wir müssen auf jeden Fall hier so ein bisschen Mario-like Jump'n'Run spielen. Ist aber gar nicht so schlecht. Jo, es ist gar nicht so schlecht. Dass ich schon wieder runtergefallen bin. Aber guckt mal. Wir haben da unten hier das rote Gas. Warum ist mir jetzt nichts passiert? Ich weiß es nicht. Wir werden es noch rausfinden, denke ich. Bin auf jeden Fall gespannt, was das rote Gas wirklich mit uns macht. 1, 2, 3, 4 und 5. Easy peasy. Sehr schön. Da war er gerade. Habt ihr ihn gesehen? Catnap! Ich finde ja eigentlich, dass er uns mit hochnehmen könnte wieder. Ja, er könnte uns doch einfach selber mit hochnehmen, oder? Oh mein Gott, ich habe es nicht getroffen. Trifft man das? Ja. Hä? Ach, ich muss das ranziehen. Ja, by the way, wenn ihr das auf YouTube gerade seht, das ist wieder mein Talent zu sterben. Ich sterbe sehr gerne und sehr oft. 1, 2, 3. Wir warten kurz, weil wir wissen ja, das funktioniert sonst irgendwie so nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt. Ja, das, keine Spoiler, bitte, danke. Nein! Ach, Mann, scheiße. Ja, alles gut. Wie gesagt, wir werden es im Laufe des Spiels rausfinden. Ich werde auch nicht... Oh, hoffentlich hat meine Mutter noch nicht geschrieben. Die wollte mir eigentlich schreiben, wenn sie im Norma ist. Muss noch irgendwas einkaufen, keine Ahnung. 1, 2, 3, 4, 5. Ey, wir mussten das Ding einfach festhalten. Da ist Cat, ne?
Eigentlich ist es ja schon ganz schön cringe. Yes, und nach unten. Müsst ihr euch einfach mal vorstellen, ihr werdet von einer riesigen Katze verfolgt, die euch fressen will. Warum auch immer. Also nicht nur fressen, ich meine, er hat ja irgendwas mit uns hier. Boah. Hallo? Ja, alles gut. Aber ey, krass. Die haben das vom Dings her. Also vom Spielerischen her haben die das sogar nochmal verbessert. Ne? Die Grafik ist viel, viel besser wie vorher. Okay, da ist irgendwas Elektronisches. Und da weiß ich nicht, keine Ahnung, das sieht mir noch nichts aus, aber ich vermisse ein bisschen die Taschenlampe, wie gesagt. Weiß nicht, warum wir hier jetzt keine haben. Und. Doch, wir müssen da sogar lang, oder? Kann das sein, dass wir da lang müssen? Hallo? Ah, ne, hier lang, okay. Oh, Fernseher! Oh, cool. Oh, blaues Tape? Okay. Let's go, wir wollen wissen, was hier los ist. Hier geht's gerade um Mary Payne, ne? Die Also für alle, die das jetzt nicht so mitbekommen haben, es ging gerade um Mary Payne, das Mädchen, was in Mommy Longlegs steckt. Und zwar hat die, ich vermute mal, dass das die Mutter war oder irgendwas, die hat mitbekommen, was sie da für einen kranken Albtraum hatte und was weiß ich, da muss irgendwas Krasses passiert sein. Sie kann halt nicht genau sagen, was es ist, aber... Sie kann sagen, dass es dem Kind nicht gerade gut ging danach. Okay, was ist hier? Okay. Yeah. Oh, hier haben wir wieder der Hour of Joy. Okay, cool. Die Rätsel sind auf jeden Fall ziemlich easy. Oh, die haben die Pets verbessert. Oh, die sehen so viel besser aus. Sehr schön. Ja, wie gesagt, es ging halt einfach nur darum jetzt. Und Mary Payne, wie gesagt, ist das Mädchen, was in Mommy Longlegs steckt. Falls ihr da ein bisschen mehr drüber wissen wollt... Ja, ich weiß, Werbung. Könnt ihr euch natürlich auch gerne mein YouTube-Video dazu angucken. Ich habe extra ein Video dafür gemacht. Was haben wir hier? Hallo, Bubba-Bubba-Fant. Ja? Du erinnerst dich an mich? Ja, Elefanten haben ein sehr, sehr gutes Gedächtnis. Es ist sehr cool, dass sie das mit reinnehmen. Ja, würde ich. What the fuck, Digga? Ja, nee, lass mich in Ruhe, Bubba-Bubba-Fan. Ich weiß nicht, was dein Problem ist, aber... Holy crap. Hier klingelt ein Telefon. Jetzt muss ich erst mal gucken, welche Taste waren das jetzt? Die hier, oder? Jo. Wo kann ich an das Telefon gehen? Hä? Ich würde ja gerne ans Telefon gehen, ich weiß aber nicht, wo. Alter, was ist mit dem Bubba-Bubba-Fant gewesen? Hä, aber hier muss doch irgendwo elektronisches Zeug sein, oder? Ja, lege die Batterien ein. Das ist mir klar, aber mir geht es jetzt nicht um die Batterien. Mir geht es eigentlich darum, dass hier irgendwo ein Pad sein muss, das wir benutzen müssen. Da nicht.
Ohne Scheiß, also das Chapter hier, ich glaube, das wird richtig krank. Hä? Oh, Leute, es hat gerade... Ja, what the fuck? Es hat gerade ein bisschen geleckt. Aber ich glaube, das lag einfach, ja, einfach an der komischen Dings. Okay. Wer ist der Junge? Hey! Einfach daneben geworfen. Wer ist der Junge? Oh. Achso, und? Jetzt kann ich einfach drauf drücken. Jo. Okay, also hier hilft uns anscheinend jemand. Nee, das war Poppy. Hä? Wait. Okay. Playcare is straight ahead. It's the home of Catnap, one of the smiling critters. There used to be 8 of them, I think. Okay. Now it's just Jetzt wird's interessant. Playcare is his church. It's hunting ground. Whatever he wants it to be. Ah, was immer er auch will. We'll keep in touch. Oh. Ah, das ist Ollie. Hi, nice to meet you. Aber habt ihr gerade gelesen, was da unten stand? Er hat gesagt, du sollst, also ich verstehe, wenn du wütend bist auf Poppy, aber er hat Poppy er genannt. Und danach hat er erst gesagt, sie. Warum hat er erst er gesagt? Das ist ein bisschen komisch, oder? Gibt's hier eigentlich auch wieder so Zeug? Ne, wir haben nur Ausrüstung. Okay, das ist also Olli. Hi, Olli. Find okay, dass ihr hier jemand Neues bekommt. Beziehungsweise jemand einen neuen Charakter vorgestellt bekommt. Einen von vielen wahrscheinlich. Catnap ist einer der Smiling Critters, der einfach denkt, er ist hier der Chef, scheinbar. Ja, okay, gut. Ja, wir werden mal schauen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr nice gemacht. Bis jetzt. Nimm den Griff. Und drehe mit dem... Was? Nimm den Griff und drehe mit dem Strahl. Und jetzt? Okay. Hä? Drehe den Griff und drehe mit dem Strahl. Ja. Ist ja klar, aber... Okay. Mal loslassen. Hä, muss ich das jetzt so machen? Ich check's gerade nicht. Ich bin gerade noch nicht so ganz da. Hä? Ah, okay. Ah, verstanden. Aber warum habe ich jetzt die Tür... Ach so, weil wir jetzt hier durch können, oder? Kann das sein? Okay, wir gehen jetzt in Richtung Playcare. Da haben wir Kickin' Chicken, mit der wir mal reden. Boxy Boo! Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl irgendwie, dass wir Boxy sehen werden. Weil warum wird uns Boxy hier gezeigt und alles? Haben wir den in anderen Chaptern schon gesehen? Ich glaube nicht, oder? Also zumindest nicht so richtig. Okay, wir hören uns an, was Kickin' Chicken zu sagen hat. Hey, I'm Kickin' Chicken! Wanna go outside and hang out? It's looking pretty bad outside. I've never been outside before. Ich war noch nie draußen. Okay. Will you come with me? I'm scared. Willst du mit mir kommen? Ich habe Angst. Here, follow me. I'll step out first. So, was hat er jetzt gesagt als letztes? Alter, warum schreien die denn alle so? Was ist denn noch mit euch los? Gott. Warum? Warum müssen die Critters alle schreien? Was hab ich euch getan? Wisst ihr? Joy. Guck mal, das ist Poppy. Hallo, Poppy. New Park. Treat your
Treat yourself at Playtime's New Park. Okay. Ist das ein... Wait, ist das ein Vergnügungspark? Soll das das darstellen? Mann, warum muss Kickin' Chicken genauso schreien wie der andere Heini? Okay, wir haben einen Ladescreen jetzt. Finde ich aber cool, dass sie einen Ladescreen gemacht haben, den schön. Ich mag den. Mhm. Ah, okay, wir sehen jetzt hier. Hallo? Hallo, Ludwig. Ludwig. Mm-hmm. Faith, the common man has lost it. Each answer was different. And I could perhaps see some little truth in each. But I think each was also missing something. Something simple. You see, not one of them could muster a smile. Okay. I was... What the fuck? Was ist das? A smile is love. Smile is understanding. Okay. And there is nothing more gratifying to my soul than being the reason for a child's smile. Yeah, it's schön für dich. Spark that ignites all their hopes and dreams, or it is only through hopes and dreams that we may create a better world. One where our children need not be afraid. One where they are protected. After all, this company and its toys are nothing without them. These children deserve to smile, they deserve to love, and they deserve a safe home. Ja, und da sind wir. It is with enormous pleasure that as the founder of Playtime Co., I announce Playcare, our very own on-site orphanage. But it's not only that. Ah, das war also Elliot, der da gesprochen hat. Okay, jetzt weiß ich auch. Jetzt kann ich das auch zuordnen. Our very own ecosystem beneath the surface, dedicated in every inch and detail to ensuring a child's smile. Its teachers and counselors, mothers and fathers, until such a time they have all of that in you. May Playcare bring joy, inspiration and smiles to all who enter these doors. For what gives life its meaning if not a smile? Okay. Also er hat uns gerade hier eigentlich die Playcare ein bisschen vorgestellt, finde ich ziemlich nice. Jetzt kann ich das halt auch zuordnen, wer das ist. Geht der? Hi, Olli. Cool place, right? The kids nicht wirklich. Now look at it. Anyways, do you see that statue in the middle of the room? Ja. The stairs that go under it. There's a really cool room in there that powers literally all of Playcare. Okay. Also er gibt uns jetzt einen Schlüssel und dann können wir hier ein bisschen was machen, ja? Okay, also er hilft uns ja hier gerade. Hey, Ruhe hinter den. Aber wo ist jetzt hier der Schlüssel? Hm. Hier gibt's ein paar Türen. Hier geht's ja nur wieder nach oben. Ich habe gerade keinen Plan. Ah, okay. Ah, okay. Was ist der Key jetzt? So, you got the key. Ja, ja, wir haben den Key. Okay. Ich finde es ja schön, dass er uns ein bisschen an die Hand nimmt, aber bitte nicht zu viel. Nicht zu viel an die Hand nehmen. Wir wollen ja auch ein bisschen was selber rausfinden, Olli. Danke. Aber hier? Hä? Er sagt von der Seilbahn aus nach links. Also wahrscheinlich dann hierher, oder? Hm. Es sieht schon mega schön aus. Also ich find's sehr, sehr gut gemacht. Also allgemein das ganze Zeug hier. Da ist immer noch. Ich bin mir sicher, dass diese Plattform. Ja, und? Hä? Jetzt checke ich gerade nicht, was er genau meint. Weil wir sollen ja nach links gehen, ne?
links ist da. Okay, wir gehen nochmal kurz zurück. Vielleicht habe ich hier irgendwas übersehen oder so, irgendeine Tür oder so. Das kann ich mir aber gar nicht vorstellen. Er hat gesagt, von der Seilbahn aus nach links. Die linke Tür. Hm. Okay, wir gucken uns aber erstmal hier so ein bisschen um. Hier haben wir Crafty Corn. Hi, I'm Crafty Corn. Ach, die ist sehr süß. Ach, das ist ja niedlich. Die ist ja absolut knuffig, oder? Na komm. Nee, du hast mich angeschrien, Bubba Bubba Fant. Ja, nee, du hast mich angeschrien. Du bist ein... Aber ist das hier ein Rätsel? Ja, ich würde dir gerne mit deinem Painting helfen. Aber... Okay, hier haben wir Hobby auch schon. Na, aber hallo. Aber guck mal, wie cringe der hier aussieht. Naja. Piggy? Lass uns essen. Ja, viel, sehr, sehr gerne. Okay, Dog Day halt, ne? Ist klar. Bobby Bearhug. Finde ich auch gut. Ja, würde ich gerne rausfinden, wie sehr du mich liebst, aber... warte mal. Okay. Aber, lol, da fehlt doch die... Da fehlt das von Catnip, ne? Okay. Haben die das von Catnip komplett rausgenommen? Okay, wir gucken jetzt aber erstmal, wo der Schlüssel hin muss, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich nicht so ganz richtig war. Hm. Ey, die Details hier sind schon ziemlich heftig, oder? Also ich finde es... Weiß nicht, die haben sich wirklich Mühe gegeben. Also für 18 Monate... Ich glaube, 18 Monate lang war das Ganze in Entwicklung. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber dafür sieht es halt sehr, sehr gut aus. Wirklich sehr gut. Okay, hier haben wir eine Dingsbox. Hm. Was meint ihr? Kommt da noch ein viertes Chapter? Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier... Naja, wir gucken nochmal. Gas Production Zone Key. Gasproduktion. Er hat doch gerade gemeint, geh raus. Und dann nach links. Warum nach links? Das ist doch... Wenn das jetzt hier oben ist... Das ist rechts. Das ist nicht links. Wenn ich von hier komme, ist das bei mir rechts. Warum? Warum sagt man links? Was ist da los? Okay, wir haben wieder einen Ladescreen. Aber das sind jetzt ein bisschen doof, dass die diesen Ladescreen extra reingemacht haben. Das hätte man ein bisschen seamless machen können. Aber nur meine Meinung, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Okay, Cat B. Watch your step. Oh. Ja, ist auf jeden Fall runtergefallen. Don't forget your mask. Also vergiss deine Maske nicht. Welcome to the gas production zone. The beating heart of the whole evil play care system. Alter. Mhm. It's called the Red Smoke. Right now, it's ja, der Red Smoke, das ist ja klar. We need to make that Red Smoke go left instead. That's how we can get to him. Mhm. The machine will probably have a few dumb safeguards for you to work around. But I think you can do it. I'll call you once it's done. Hat der gerade gesagt, dass sie, dass da ein paar dumme Mitarbeiter sind? Habe ich das gerade richtig verstanden? Okay, hier müssen wir auf jeden Fall irgendwas machen. Aber ich finde, die Rätsel haben sie schon wieder sehr, sehr gut gemacht, ne? Da musst du halt einfach direkt drüber nachdenken. Jetzt brauchen wir aber erstmal diese komische Batterie. Die Batterie, wo ist die? Ich brauche eine Batterie. Offline, kein Strom. Ja, das ist okay. Da ist Catnap. Oh, er wird mich an... Ich will wissen, was er sagt. Ich will einfach wissen, was er sagt. Also, er wird mich auch anschreien, oder? Er atmet nur. Okay, er macht Geräusche. Aber mehr nicht, oder was? Okay, das ist schon ein bisschen cringe. Irgendwie ein bisschen cringe. Ich weiß nicht, warum er da nur atmet.
und komische Geräusche macht. Vielleicht ist es einfach von Anfang an so geplant gewesen, dass er das macht. I don't know. Wie gesagt, ich gucke mich hier wirklich ein bisschen mehr um. Also nicht, dass er jetzt denkt so, yo, wir rushen das Game jetzt hier durch. Nope, so natürlich nicht. Weil ich würde schon gerne alles sehen wollen. Und ich denke auch, ihr wollt alles sehen. Deswegen machen wir das so. Warum? Ist da ein... Oh, es hat was gebracht? Gar nichts. Sehr geil. Also, wir haben hier auf jeden Fall erstmal unsere Batterie. Ja, hier mal wieder Watch Your Step. Aber wir sind endlich da angekommen, wo wir hin sollen. Kein Strom, da ist das Poppygas drin, beziehungsweise das Red Gas. Das war natürlich ziemlich cool, dass ich das jetzt getroffen habe, aber... Der hat doch davon geredet, dass da irgendjemand drin ist. Oh, da ist ein grünes... Oh, wo ist das grün? Ach, da ist es. Wir brauchen das grüne Tape. Let's go. Wir wollen wissen, was hier los ist. Erzähl uns bitte mehr. Mhm. Das ist Scrap Pack 2.0. Erweiterte Kabellänge, okay. Die Hände zu wechseln ist ein... Ah, jetzt bekommen wir die Mechanik erklärt. Der Prototyp hat Luftdüsen. Was soll ich mit Luftdüsen? Soll ich abheben oder was? Um lange Stürze zu vermeiden. Mhm. Aber pass auf, wo du landest. Ja, genau. Wer hat denn bitte schön Spikes in seinem Fußboden, außer ihr Gestörten? Danke. Nicht alle lassen sich gefahrlos. Ja, und wo ist das jetzt? Haben wir... Wie spät ist es? Playtime! Boah, jetzt habe ich schon gedacht, ich krieg das nicht. Ah, da ist sie, unsere Purple Hand. Das ist also eigentlich nicht nur die lila Hand, die wir bekommen haben, sondern wir haben gerade ein komplettes Upgrade bekommen. Das ist cool. Ich mag das. Die Spring ist cool. Eine ziemlich nice Mechanik damit. So, was haben wir hier? Wir haben hier... Oh, bla bla bla, Warning. Ja gut, das ist eine Standardwarnung, ne? Die kennen wir halt. Wer kennt die nicht? Ah, jetzt haben wir auch endlich unsere Taschenlampe, über die ich mich gerade eben so beschwert habe, dass sie immer noch nicht da ist. Okay, wir können das also... Wie kann ich das dann... Hä? Und wie ist das jetzt wegen den Dings? Wegen diesen, Dingspack? Okay. Ach du Scheiße. Uiuiuiui. Das ist natürlich... Aber eigentlich ist es okay. Also, ich finde die Mechanik ziemlich gut, die sie gemacht haben. Und jetzt müssen wir das nach unten ziehen, ne? Ist es jetzt euer Ernst, dass wir da rüber springen sollen? Ja, war ja klar, dass ich da reinfalle. Aber was passiert? Das heißt ja, Poppy ist nicht alleine. Wer ist aber Oni? Also jetzt mal... Wer ist... Jetzt ist ein bisschen doof, gell? Ich hätte das nicht so weit herziehen dürfen, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, was machen wir denn jetzt? Aber ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass ich das nicht... Hey, du musst doch irgendwie mit diesem Pack noch fliegen können oder sowas. Das haben die doch gesagt. Aber kann ich? Ah, nee. Ah. Okay. Ich hab's verstanden. Ui, das ist aber ganz knapp bemessen, ne? Diese Sprünge. Aber wohin jetzt? Hier? Ah, okay. Okay, jetzt habe ich's verstanden. Das musst du aber erstmal verstehen. Das Ding da hätte ich jetzt nicht unbedingt als Plattform für mich entdeckt. Ist aber cool. Ja, aber das ist. Dann haben sie es aber dämlich erklärt, finde ich. Das ist dann dämlich erklärt. Das hätte man dann ein bisschen anders erklären müssen. Okay. Jetzt muss ich erstmal gucken. So, jetzt müssen wir erstmal durchschauen hier. Wir haben hier. Hier müssen wir aufmachen, das ist klar. Wie war das jetzt so, gell? Hallo? Würdest du bitte aufhören? Danke.
dann. Ah, muss ich. Wartet mal. Ich glaube, ich muss nochmal darüber. Nee, doch nicht. Das geht. Geht das nicht auf? Will das nicht? Okay, das will gerade noch nicht aufgehen. Ja, keine Ahnung, muss mal gucken. Das muss auf jeden Fall dahin, das ist Fakt. So, einmal darüber. Weil das hier ist ja dann zum Aufmachen da. Wait, habe ich. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann muss das hier erstmal da hoch, natürlich, das ist klar. Dann müssen wir mit dem Ding. Darüber. Nee, auch nicht. Hä? Lol? So vielleicht? So? Na, so auf jeden Fall nicht. Das ist Fakt. Muss ich beide gleichzeitig machen? Das wäre natürlich auch nochmal eine Möglichkeit. Ah, okay. Oh nein, die haben den Sound geändert. Warum ändert man den Sound denn? Was ist denn mit euch los? Warum tut ihr das? Der Sound von Poppy Playtime war doch immer so ikonisch. Ja, nach 10 Minuten. Jo, zurück. Wir müssen nämlich unsere Hand ändern. Wow. Ist auf jeden Fall richtig. Den ersten Punkt haben wir ja schon. Weil das Ding ist ja nur, muss ja nur aufgehen, ne? Ey, das dreht sich super schnell. Das dreht sich so super schnell, das ist krass. Oh ne, die haben den doch nicht geändert. Oh, ich wollte schon sagen. Hoho. Ey, dann hätte ich euch aber nicht cool gefunden mehr, ne? Das wäre nicht so geil gewesen. Keine Signale. Okay. Okay, wir haben den ersten Part hinter uns, würde ich sagen. Neustart? Offline. Start das Ding neu. Let's go. Wir wollen wissen, was da passiert. Okay, 2 Bar. Playtime. Online. Mhm. Jetzt ist es in der Mitte, oder? Oh, wow. Kein Strom. Ganz toll. Wer hätte es gedacht? Was ist jetzt passiert? Olli? Olli, hilf uns. Olli? Dankeschön. Ich wusste, dass er anruft, das war mir so klar. Olli. Oh no! Someone killed the power. Okay, I sent you another key. It's under the statue. Use it to get into home sweet home. Then once you're inside, find the building's backup generator. Mhm. Okay, wir sollen jetzt in home sweet home gehen. Das ist natürlich die Stelle, wo ich nicht unbedingt direkt hin möchte.